Ungarn lehnt Migranten ab. Campingbesitzer durch Zufall. Gäste im Sommer und schönes Haus in Cserszegtomaj. Diese Themen also heute in der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo TV und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute dabei sind, mitten im Sommer. Eine Meldung, besser gesagt die Wiederholung einer Meldung gleich am Anfang dieser Sendung. An den Grenzen Ungarns hat sich nichts verändert im Laufe der vergangenen Woche. Aus den grün markierten Ländern, wie Sie das jetzt auch sehen können, kann man immer noch problemlos nach Ungarn einreisen. Aus den grünen und aus den roten nicht. Die Regeln habe ich in der letzten Sendung erklärt. Also man muss dann unbedingt in die Quarantäne, wenn man nach Ungarn einreist. Aber vielleicht eine kleine Ergänzung. Wenn man nur durch Ungarn reisen möchte, also wenn man nur durchreisen möchte, kann man das ohne weiteres, dann kriegt man an der Grenze einen Aufkleber verpasst auf das Auto. Man darf eine gewisse Autobahnroute nicht verlassen, also der Weg durch Ungarn ist vorgegeben und es gibt auch einige Tankstellen, an denen man halten kann. Aber auf jeden Fall muss man so schnell wie möglich Ungarn wieder auf diese Strecke verlassen. Das ist eine Vorschrift. Also wenn Sie zum Beispiel aus Rumänien oder aus Serbien zurück nach Österreich wollen und nicht nach Ungarn einreisen möchten, dann kann das auch ohne Quarantäne gehen auf diesen Transitstrecken, die vom Staat vorgegeben sind und an die man sich unbedingt halten muss. Soweit also diese kurze Ergänzung zu der Grenzlage und damit zu den wichtigen politischen Themen dieser Woche. Lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális nemzetközi brigádok támadását. Ez ugyanazt jelenti. Ungarn und Polen haben in Brüssel den Generalangriff internationaler liberaler Truppen gestoppt, die in den kommenden Jahren die beiden Länder mit finanziellen Mitteln erpressen wollten. Diese liberalen Ministerpräsidenten, die die Einwanderung fördern und Marionetten des Börsenspekulanten George Soros seien, würden die Ungarn und persönlich ihn, also Ministerpräsidenten Viktor Orbán, tief hassen, weil Ungarn die illegale Migration nicht zulasse. Dabei werde es aber bleiben, so Orbán, weil sich die Ungarn nicht an andere anpassen wollen, die illegal ins Land kommen. Das ganze Gerede über die Rechtsstaatlichkeit sei nur ein Mittel der Liberalen, um Ungarn finanziell erpressen zu können. Orbáns Popularität in Ungarn hat nach dem Gipfel in Brüssel ein 5-Jahres-Hoch erreicht, belegt eine Studie des Meinungsforschungsinstitutes Nisöpont. 57% der Befragten wollen Orbán weiterhin in seiner Position sehen. Sehr gute Werte erreichten auch Außenhandels- und Außenminister Peter Szijjártó und auch der Kanzleiminister Gergely Gulyás. Keinen der aktuellen Oppositionspolitiker wollten mehr Befragten künftig in wichtigen Positionen sehen, als wie viele dies eindeutig ablehnten. Junge Frauen unter 40 Jahren können einen zinslosen Kredit von 10 Millionen Forint, also ca. 29.000 Euro, aufnehmen, den sie nicht tilgen müssen, wenn sie Kinder bekommen. Bisher wurde dieser Kredit von 200.000 Frauen in Anspruch genommen, gab Staatssekretärin Kotolin Novak bekannt. Die andere Familienförderungsmaßnahme, auf Ungarisch Csok genannt, fördert den Haus- oder Wohnungskauf von jungen Familien. Die Csok-Förderung kann bis zu 50.000 Euro betragen und muss nach 3 Kindern nicht mehr zurückgezahlt werden. Diese Förderung wurde in verschiedenen Konstruktionen bisher von 600.000 Familien in Anspruch genommen. Bei Mercedes in Kecskemét wurde diese Woche die Produktion von 2 Hybridfahrzeugen aufgenommen und wenn es bei den Plänen bleibt, werde die Fabrik ab August wieder in 3 Schichten Autos bauen, so bei der Bekanntgabe Geschäftsführer Christian Wolf. Innovationsminister István Polkovics begrüßte die Maßnahmen und sagte, die Investitionen hochentwickelter Firmen wie Mercedes stünden im Interesse der ungarischen Nation. In Ungarn muss man in den Geschäften und in den Ämtern sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln die Maske tragen. Dass es dabei bleibt, forderte auch der Chefinfektologe im Budapester Südpester Krankenhaus János Slavik, der betonte, die unvergleichlich gute Lage in Ungarn in Sachen Corona sei bisher auch der Disziplin der Ungarn zu verdanken. Nicht nur die Ungarn, sondern auch die Slowaken, Tschechen, die Litauer und die Polen können in den kommenden Wochen ungarische Wassermelonen kaufen. Das versprachen nicht nur Lidl, sondern auch andere bekannte Supermarktketten. Die ungarischen Wassermelonen schmecken wirklich gut. Damit haben wir ja schon eine jahrzehntelange Erfahrung, vor allem wenn sie nicht tagelang transportiert werden müssen, was ja keinem Obst und keiner Gemüsesorte gut tut.
Durch Zufall kann man im Lotto gewinnen, einen Volltreffer erzielen, das ist durchaus möglich, aber dass man durch Zufall Campingbesitzer wird, das passiert sicherlich nicht alle Tage. Zwischen Hewis und Orschopauch gibt es einen schönen Campingplatz, der in den letzten Jahren seinen Besitzer gewechselt hat. Ein Ehepaar aus Belgien, Fabienne und Noël, betreiben diesen Platz. Allerdings in diesem Jahr erst ab dem 1. August, denn wegen der ganzen Corona-Geschichte haben sie bisher ihre Tore nicht geöffnet. Ich war im Laufe dieser Woche in Orschopauch und habe zuerst die Frage gestellt, wie man überhaupt auf die Idee kommt, aus Belgien kommend einen Campingplatz in Ungarn zu erwerben. Zufall. Wir sind 25 Jahre Urlaub gemacht in Ungarn, überall sind wir gekommen und wir haben jetzt geguckt, wir kaufen ein Haus in Ungarn und dann sind wir hier mit Zufall hier gefahren mit Wohnmobil und haben mit diesem Camping gekauft. Sie haben erwähnt, dass Sie 25 Jahre lang Urlaub in Ungarn gemacht haben und wie haben Sie dann Hewis gefunden, schon am Anfang oder später? Ja, es Anfang. Wir haben jetzt überall geguckt, Gäste, Hygienis Dias, überall in Ungarn sind wir gewesen. Und hier haben wir gefunden und das, was unser Platz, das wir gerne leben. Und haben Sie Erfahrung mit Campingplätzen? Haben Sie schon mal einen betrieben? Irgendwo einen Campingplatz? Nein, wir haben nicht betrieben gemacht, noch. Das ist das erste Mal. Und wenn man so einen Campingplatz kauft und da steht und noch nie sowas gemacht hat, wie geht man dann ran? Also was ist der erste Schritt, um überhaupt etwas zu tun? Jetzt alles schön machen oder alles mit Buchhalter oder wir haben dann auch noch einen Rechtsanwalt gemacht und dann haben wir gesprochen damit und alles in Ordnung gemacht und ja, hier auf die Campingplätze jetzt alles schön, sodass alle Leute zufrieden sein. Wann werden Sie öffnen? Der 1. August machen wir offen. Jetzt normal machen wir offen 1. April bis halb Oktober. Und jetzt mit Corona haben wir gesagt, wir warten noch was. 1. August machen wir offen. Wir haben die meisten Leute von Österreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien. Und Niederland, Belgien, Belgische Leute. Ja. Wo kann man sie finden, also wenn man jetzt in ihr Camping kommen möchte, wo kann man sie finden, wo gibt es Anzeigen für den Campingplatz? Wir haben Anzeigen bei Camperkontakt oder AXI. Wie viele Plätze haben Sie auf dem Campingplatz, wie viele Wohnmobile oder Wohnwegen können Sie auf einmal hier abstellen, also ich meine jetzt die Gäste, die kommen? Wir haben 26 Plätze für Wohnwagen oder Wohnmobil und dann haben wir noch Ende eine große Zeltplatz. Wenn man mit Zelt kommt oder mit Fahrrad fährt. Oder eigentlich kann man von hier aus auch relativ schnell zum Thermalsee kommen, weil wenn man hier geradeaus fährt, ist man mit dem Fahrrad sicherlich in 10 Minuten dort. Ja, es hat 2 Kilometer und viele Leute kommen für diesen Thermalwasser. Oder wir haben hier auch eine Spa oder ein Restaurant. Alles ist ganz bei diesen Campingplätzen. Und wie werden bei Ihnen die Preise ausschauen? Wie viel zahlt man dann für eine Nacht, wenn man hier mit dem Wohnmobil übernachten möchte oder mit dem Wohnwagen? Für 2 Leute und mit Strom oder Wohnmobil oder Kurtags zahlen wir 20 Euro pro Nacht. Was gehört noch zum Camping? Die Plätze sind ja da, das haben wir schon gesehen. Gibt es aber auch Sanitäranlagen, Kochmöglichkeiten, also alles, was so zu einem Campingplatz gehört? Ja, wir haben schöne Sanitär für Männer, für Frauen. Dann kann man hier kochen, Wassermaschine haben wir, alles, was sie wollen, bekommen haben wir. Und verspüren Sie jetzt schon eine Aufregung oder so eine Erwartungsstimmung, dass der 1. August endlich kommt und der Platz geöffnet wird? Ja, wir gucken, wenn Leute kommen, ja, wir freuen uns darauf, ja. Durch Zufall kann man also Campingplatzbesitzer werden. Ich warte nur auf den Tag, an dem wir die Nachricht lesen, dass man durch Zufall Raumfahrer geworden ist, ohne das am Vortag noch so geplant zu haben. Dazu wird es sicherlich nicht kommen. Aber vielleicht kommt es in diesem Jahr noch zu einer guten touristischen Saison. Wir stecken ja schon praktisch mittendrin, auch wenn wir im März oder im April noch gedacht haben, dass daraus nichts wird. Aber es ist ganz anders gekommen, wenn auch nicht ganz so wie in den vergangenen Jahren. Aber zumindest am Westmarathon können die Hotelbetreiber und alle anderen eigentlich nicht klagen, denn es gibt fast genauso viele Buchungen wie im letzten Jahr. Ich habe auch schon mancherorts gelesen, dass es sogar mehr sind als 2019.
Man weiß es noch nicht ganz genau. Ich glaube, im Herbst wird man die genauen Zahlen kennen. Aber das, was wir im Laufe dieser Woche in Kestrel gesehen haben, hat uns davon überzeugt, dass da keine besonders großen Probleme zu beobachten sind. Die größte Attraktion im Hafenbereich von Kestrel ist zweifelsohne das Riesenrad, das vor wenigen Wochen aufgestellt wurde und für welches selbst am Dienstag ein großes Interesse zu beobachten war. Familien standen an mit kleinen Kindern, um die Welt von oben zu sehen und damit ein kleines Wunder zu erleben. Vielleicht ist es aber nur das kleinere Wunder im Vergleich zu den Parkplätzen, die überall brechend voll waren, wie auch hier, wo wir nur mit Mühe und Not einen Parkplatz gefunden haben. Ein gutes Zeichen eigentlich, und das haben wir auch im Hafen bestätigt bekommen. Im guten Wetter schlenderten viele im Park und auf der Mole, und man konnte überhaupt nichts davon merken, dass dieses Jahr von schlechten Anzeichen überschattet wurde. Eher hatte man das Gefühl eines durchschnittlichen Sommers mit Urlaubern, die Schönheit des Westbalatons angezogen hat und die sich auch an diesem Dienstag nicht täuschen mussten. Der See war prächtig, die Segelboote fuhren fleißig in alle Richtungen auf dem ruhigen Wasser und zum richtigen Zeitpunkt lief den Hafen auch ein Piratenschiff an, mit eigentlich ganz netten Piraten an Bord, die sich nach dem Landgang auf eine wundersame Art und Weise in ganz normale Touristen verwandelt haben. Tickets für diese Verwandlung gibt es gleich vor Ort, das Interesse daran schien permanent zu sein. Natürlich gibt es auch Glücklichere, die das alles auf dem eigenen Boot genießen können, also die Freiheit auf dem Wasser und auch die neidischen Blicke der anderen. Fast alle Anlegeplätze waren belegt und wenn einige frei wurden, kamen neue Boote dazu. Nicht jedes Andockmanöver gelang sofort, auch dann nicht, wenn man an die Leine genommen wurde, und so musste die Besatzung vor einem interessierten Publikum einen zweiten Versuch unternehmen, um das Boot erfolgreich durch die zwei Pfähle zu kriegen. Oft sind Aufführungen im Theater weniger spannend und interessant, aber auch diese Geschichte hatte ein gutes Ende, auch wenn manche Männer sich besorgt gefragt haben, ob man nicht lieber auch im Hafenbereich Frauenparkplätze einführen sollte. Wer sich im Hafen mit der Kestrel-Aufschrift fotografieren lässt, will sich auch Jahrzehnte später daran erinnern, wo das Foto entstand, und so waren die bunten Buchstaben an diesem Nachmittag so oft fotografiert worden wie weltbekannte Models bei einer Modeschau. Auch die Enten und die Schwäne konnten sich freuen. In der Saison ist für sie die kleine Ausbuchtung wie ein kostenloser Selbstbedienungsladen, in dem man jeden Tag den Bauch vollschlagen kann. Aber manche entschieden sich doch für die gesunde Naturkost. Was unsere persönliche Empfindung betrifft, sahen wir in Kestrel eigentlich die in den letzten Monaten ersehnte Normalität, als wäre davor fast nichts gewesen. So war es auch auf dem städtischen Strand, an dem wir auch vorbeigelaufen sind und auf dem vielleicht noch mehr Leute baden gegangen sind als im Jahr zuvor, und dafür, dass wir um 16 Uhr herum da waren, waren eigentlich auch die Gaststätten und die Eisdielen relativ gut besucht mit ruhigen Menschen, die hier ihren Urlaub ohne störende Gedanken verbringen konnten. Wenn ich das mit den parzellierten Stränden etwa in Spanien vergleiche, wo bedeutend weniger Touristen zu sehen sind als früher gewohnt, dann können sich Ungarn und der Balaton einfach nur glücklich schätzen. Das, was wir im Laufe dieser Woche im Hafen von Kestrel gesehen haben, war wirklich beruhigend. Also wir hatten echt den Eindruck, dass alles so wäre wie in den vergangenen Jahren. Und das lag nicht nur an der Zahl der Menschen, sondern auch daran, wie sie sich benommen haben, wie sie sich gefühlt haben, wie sie sich verhalten haben. Also es war doch schon ein gewaltiges Stück Normalität zu beobachten. Wie das mit den Zahlen sein wird, werden wir sicherlich erst im Herbst erfahren, wenn die genauen Statistiken schon vorliegen. Aber ich habe ja auch schon gelesen, dass 10% mehr Buchungen am Westbalaton dieses Jahr getätigt wurden als noch 2019. In den vergangenen Wochen habe ich Ihnen immer einige Häuser in dieser Sendung vorgestellt, so wird es auch heute sein. Und zwar stelle ich Ihnen in den nächsten Minuten ein Haus aus Čersek Domy vor. Dieses Haus wurde 2010 einmal schon zum großen Teil renoviert. Natürlich muss man am Haus noch Hand anlegen, aber das Grundstück ist wunderschön, die Lage ist gut, der Preis stimmt auch. Ich glaube, wer etwa sowas sucht, könnte bei diesem Haus das Haus seiner Ziele finden. Hier ist also das Haus und hier rechts sehen wir den Eingang in den Kellerbereich. Wir marschieren jetzt hier
durch den Garten und wir schauen uns das Haus von der Vorderseite an mit dieser Terrasse, die sich an der Hauswand entlang zieht. Unter dieser Tanne müssen wir uns ein bisschen bücken und schon sind wir hier vorne. Das ist praktisch die Straßenfront des Hauses mit großen Fenstern. Es sind Kunststofffenster, die vor 10 Jahren eingebaut wurden. Also die werden sicherlich noch lange halten. Hier werfen wir noch einen Blick zurück. Also von dort sind wir gekommen. Hier ist die Eingangstür, wo man in das Haus reinkommt. Und hier ist die Straße, eine wirklich ruhige Straße, auch wenn der Hund der Nachbarn jetzt bellt, weil er mich hört und wir uns noch nicht kennen. Hier ist die, sagen wir mal, hintere Seite des Hauses, auch mit vielen Fenstern. Und hier am Haus vorbei kommen wir dann auch in den Garten. Und jetzt werden wir auch hinmarschieren. Mit vielen Bäumen. Also das Grundstück hat 1920 Quadratmeter. Da hat man eine ganze Menge Platz, eine große Fläche. Und wenn wir zurückschauen, so sieht das Haus von hier aus gesehen aus. Und hier der wirklich große Garten, das große Grundstück. Es geht bis zu dem Zaun hinter dem letzten Baum. Hier sehen wir die Eingangstür des Hauses und wir gehen jetzt auch rein. Und wir kommen dann auch gleich in einen Flur mit vielen hellen Fenstern. Und während wir reingehen, sehen wir auch die Holzdecke oben. Uns gegenüber ist ein kleiner Haushaltsraum, wo man ein paar Sachen abstellen kann. Den Staubsauger, den Wischeimer und andere Sachen. Hier ist praktisch eine zweite abschließbare Eingangstür. Und wenn wir hier eintreten, sehen wir auf der linken Seite ein Bad mit einer Dusche. Natürlich ist auch das Bad beheizt und da sieht man auch noch ein Bidet. Das ist aber nur ein Bad. Hier nebenan finden wir dann das WC, natürlich mit einer Handwaschgelegenheit. Wenn wir uns wenden und nach rechts schauen, dann sehen wir die Küche. Da sind alle Anschlüsse vorhanden für Abwasser, für Wasser. Muss man nur ein Küchenmöbel einbauen und hier wende ich mich und wenn wir zurückschauen, sehen wir auch einen schön gepflegten Kachelofen und die wirklich schöne Holzdecke. Alle Fenster sind Kunststofffenster, die 2010 eingebaut worden sind. Das Haus hat übrigens eine Gaszentralheizung, wenn auch der Kessel, die Gastherme ausgetauscht werden muss. Aus der Küche raus kommen wir in einen Raum, der vielleicht auch als Wohnzimmer bezeichnet werden könnte, wenn der Raum auch nicht allzu groß ist. Hier ist die Rückseite des Kachelofens, mit dem man diesen Raum also auch beheizen kann. Hier ist noch eine Durchreiche. Diesen Raum hier nebenan könnte man vielleicht auch als Esszimmer nutzen oder man könnte diese Wand hier auch rausnehmen und dann hätte man hier ein größeres Wohnzimmer. Die zwei Schlafzimmer kann man durch diese zwei Türen erreichen. Hier gehen wir jetzt mal links rein in dieses Zimmer mit einem Heizkörper, natürlich mit einem Fenster, wie das üblich ist, das müsste ich gar nicht erzählen. Und etwa genauso groß ist auch dieses zweite Schlafzimmer hier auf der anderen Seite, mit dem Unterschied, dass man hier eine Tür hat, auf der man durch die man auf die Terrasse kommen kann. In beide Schlafzimmer passt ein größeres Bett rein. Man kann sie als Schlafzimmer benutzen und damit erfüllen sie ihren Zweck. Und hier noch einmal der Raum, den man als Wohnzimmer benutzen könnte. Auf dieser Treppe kommen wir nach oben. Hier finden wir zunächst eine, sagen wir mal, doch große Terrasse.
mit einer anderen Treppe auf der anderen Seite. Hier kann man übrigens auch runter, also direkt rein in die Wohnung durch eine Seitentür. Hier noch einmal die Treppe. Und da oben ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Appartement. Das muss man absolut erneuern, wenn man hier eine Wohnung ausbauen möchte. Aber auf jeden Fall ist hier die Vorbereitung für eine Küche vorhanden. Auf dieser Seite sind zwei kleine Zimmerchen. Hier auch ein zweites. Hier könnte ein Lagerraum ausgebildet werden und hier ist ein altes Bad, das ganz und absolut erneuert werden muss. Hier oben ist also die Terrasse und durch diese Tür kommen wir in den Keller, der ziemlich groß ist. Wir gehen einige Treppen runter, hier rechts auf der Fläche kann man Kisten oder andere Sachen lagern. Da ist noch eine Tür und wenn wir hier reinkommen, finden wir auf der linken Seite einen kleinen Lagerraum. Weiter vorne finden wir eine Wanne zur Weinverarbeitung. Da ist auch ein Wasseranschluss und von oben unten konnte man den Most immer rauspumpen nach der Verarbeitung. Auf der anderen Seite der Warmwasserboiler, mit dem die Warmwasserversorgung des Hauses gesichert werden kann. Und hier sehen wir auch einen alten Gaskessel, der nicht mehr im besten Zustand ist. Sicherlich muss man den austauschen, aber im Moment funktioniert er noch und man kann mit diesem Kessel das Haus beheizen. Dort sind wir also reingekommen und hier geht es runter in den eigentlichen Weinkeller auf diesen Treppen. Und schon sind wir auch hier, ein ziemlich großer Raum. Zur Hälfte betoniert, zur Hälfte mit Kies ausgestreut. Also hier kann man wirklich eine ganze Menge Wein lagern, wenn man einen Winzerbetrieb aufbauen möchte. Der Garten ist schön, das Gebäude ist gut. Früher oder später wird aus diesem Haus sicherlich ein schönes Zuhause für die neuen Besitzer, die das Haus erwerben. Und damit sind wir auch am Ende der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo-TV. Schön, dass Sie auch heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen weiterhin schönen Samstag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Und Sie wissen, hier können Sie uns auch abonnieren. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei Ihnen nochmal zu bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.